Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute gibt es das Star Stable Update vom 29. April 2020. Leute, es ist endlich soweit. Wir bekommen neues Western Tag. Nicht nur einen Sattel, nicht nur ein Pad, sondern heute kommt auch das Bosal ins Spiel, worauf ich mich einfach nur mega, mega freue. Wir gucken es uns natürlich gleich an und ich gehe später auch noch shoppen. Sowohl für Darla als auch für Fly, denn die beiden müssen sich im Moment ein Outfit teilen. Und ihr wisst, ich mag das immer nicht so gerne, wenn ich ständig die Outfits bei den Pferden wechseln muss. Star Stable hat aber nicht nur das angekündigt, dass wir heute das Update bekommen, sondern dass wir in den nächsten Wochen sowohl ein Showhalfter als auch Splintboots reinbekommen. Das ist einfach nur richtig cool, denn ich glaube, vor allem Splintboots gibt es nirgendwo anders als im Western-Bereich. Vor allem bei Western-Rennern sind Splintboots mega, mega beliebt, denn man kann sie super schnell an- und ausziehen. Und im Training nutzt man die immer sehr, sehr gerne. Vor allem in der Reining, denn da muss das Pferd ja übertreten und dadurch könnte sich das Pferd eventuell verletzen. Und Splintboots helfen einfach. Ich persönlich habe für meine Stute immer Neoprenboots genommen, die dauern aber länger anzuziehen. Das heißt, es machen eigentlich meistens dann nur Privatleute. Aber ich hätte gesagt, wir gucken einfach jetzt mal ganz kurz schon nach, was es für Sachen gibt. Denn wir möchten uns ja unbedingt vorbereiten und dann gucken wir einfach mal und los geht's. Oh! Leute, das ist das Bosal. Das sieht einfach nur traumhaft aus. Es gibt verschiedene Farben. Hier sehen wir es gerade in Braun, hier in Schwarz, dann hier in einem etwas helleren Braun. Mega schön. Mega schön. Hier der schwarze Sattel, der hellbraune und der mittelbraune Sattel, hätte ich es jetzt mal genannt. Und es gibt auch noch verschiedene Pads dazu, die man natürlich mixen und matchen kann, wie man möchte. Hinzugekommen sind jetzt heute normale Boots. Wenn ihr die Splintboots haben wollt, wie gesagt, müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Das kommt mit dem Western Showhalfter rein. Verwechselt das Showhalfter aber nicht mit einem normalen Halfter, denn ein Showhalfter hat mit einem Western Halfter, also mit einem normalen Western Halfter, absolut nichts zu tun. Das verwendet man tatsächlich nur bei der Halter und ist meistens auch sehr, sehr teuer. Das heißt, man würde das eh nicht irgendwie in irgendeiner Form im Stall verwenden. Aber das war noch nicht alles, was heute reinkam, denn für alle Lifetime Star Rider gibt es ein neues Item und zwar sind das kuschelige Campingstiefel. Sie haben Reiten 4, Befehl 4. Ich finde es mega, mega cool, dass man jetzt letztendlich mit dem Level langsam bessere Sachen bekommt im Lifetime Shop. Ich feiere es richtig, richtig hart. Die sehen, glaube ich, auch richtig toll aus. Wir ziehen sie einfach mal ganz kurz an. Ich persönlich bin ja eher der Boots-Fan, aber für alle, die eher so kleine Stiefletten möchten, hätte ich gesagt, sind das schon richtig, richtig tolle Schuhe. Das war's auf jeden Fall mit dem Update von dieser Woche. Nächste Woche können wir uns auf den dritten Teil von Catherines Erinnerungen freuen. Ich habe die leider noch nicht fertig, weil ich ein bisschen faul war in den letzten Wochen. Aber an alle, die sie schon fertig haben, können dann nächsten Mittwoch starten mit dem dritten und letzten Teil von den Erinnerungen. Außerdem gibt's was Neues auf der Starshine Ranch. Auf das freue ich mich persönlich sehr, denn gibt es vielleicht was Neues zu tun auf unserer Ranch? Ich würde mich mega, mega freuen, denn wie ihr wisst, sind Idris und Dakota auf die Starshine Ranch gezogen. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit der Star Stable Update News von heute. Und falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!